2021. Europa befindet sich im Impfmarathon gegen das Coronavirus. Zu diesem Zeitpunkt hatte die EU für alle Mitgliedstaaten 1,36 Milliarden Impfdosen bei Pharmakonzernen wie AstraZeneca, Janssen, aber auch Pfizer-BioNTech bestellt. Macht für jeden der 450 Millionen EU-Bürger etwa 3 Impfdosen. Im Frühjahr 2021 kommt es zu Lieferengpässen. Die EU kommt mit dem Impfen nicht so schnell voran wie die USA oder Großbritannien. Jetzt mischt sich Ursula von der Leyen in die Vertragsverhandlungen ein. Obwohl die EU bereits 2 Verträge über 600 Millionen Dosen mit Pfizer abgeschlossen hatte, wurde offenbar noch ein dritter auf den Weg gebracht. Dabei sollen 1,8 Milliarden Dosen im Wert von 35 Milliarden Euro geordert worden sein. Das Besondere, der Deal wurde offenbar von der Präsidentin persönlich über SMSen und Telefonate eingefädelt. Das soll sie zumindest der New York Times erzählt haben. Die Zeitung titelte im April 2021, wie Europa einen Pfizer-Impfstoffdeal mit Chat, Nachrichten und Anrufen einfädelte. Danach soll sich von der Leyen mit Albert Bourla, dem CEO von Pfizer, über das Telefon und über SMSen ausgetauscht haben. Dass bei diesem Vertrag offenbar etwas anders lief, das bestätigt auch der Europäische Rechnungshof. So heißt es in einem Sonderbericht zu den Corona-Impfstoffen. Dies war der einzige Vertrag, bei dem das gemeinsame Verhandlungsteam entgegen dem Beschluss der Kommission über die Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen nicht in diese Verhandlungsphase einbezogen wurde. Wie genau dieser Deal zustande kam und vor allem welcher Preis ausgehandelt wurde, das hält die EU-Kommission bis heute unter Verschluss. 2019. Ursula von der Leyen war noch deutsche Verteidigungsministerin. Der damalige Vorwurf, sie habe millionenschwere Aufträge ohne Ausschreibung an Beratungsfirmen vergeben. Ein Untersuchungsausschuss wurde eingerichtet. Der fordert das Diensthandy als Beweismittel. Auf Anweisung ihres Ministeriums seien damals aber alle Mobilfunkdaten gelöscht worden. Die Nachrichten von der Leyen waren damit weg. Für immer. Aber auch Ombudsfrau Emily O'Reilly hatte keinen Erfolg. Selbst der Europäische Rechnungshof erhielt keine Auskunft. In seinem Sonderbericht schreibt er: Der Hof ersuchte die Kommission, ihm Informationen über die Vorverhandlungen zu diesem Vertrag zur Verfügung zu stellen. Es wurden jedoch keine Informationen übermittelt. Auch die New York Times erhob mittlerweile beim Europäischen Gerichtshof Klage und fordert die Offenlegung der Textnachrichten. Selbst die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ursula von der Leyen. Wenn sich die Bürger das angucken und denken, wie kann sowas sein? Wir haben doch eigentlich Demokratie mit Transparenz und allem drum und dran. Wir haben auch Rechtsstaat, der Regeln festlegt für Verhalten. Die Verträge stehen mittlerweile auch inhaltlich in der Kritik, vor allem ob die Unmengen an Impfstoffen überhaupt notwendig waren. Bis zu 4,6 Milliarden Impfdosen sollten es laut Europäischem Rechnungshof insgesamt mittlerweile sein. Das macht bis zu 10 Dosen für jeden EU-Bürger. Verbraucht aber wurde gerade mal ein Fünftel. Immunologe Professor Andreas Rathbruch, zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung Präsident des Europäischen Verbandes, hielt schon damals diese Großbestellung für herausgeworfenes Geld. Die Bestellung von bis zu 10 Impfdosen pro EU-Bürger hat zu keinem Zeitpunkt aus immunologischer Sicht Sinn gemacht. Wir sind auch als Europäischer Immunologenverband dazu nicht gefragt worden. Wir hatten sogar ein Statement vorbereitet, in dem wir vor zu häufigem Husten gewarnt haben. Das wurde nicht zur Kenntnis genommen. Auch der Preis der Impfdosen wirft Fragen auf. Laut geleakten Informationen zahlt die EU für den Nachschlagskauf bei Pfizer deutlich mehr als für die ersten Impfstofflieferungen. Pro Dosis erhöhte sich der von 15,50 Euro auf 19,50 Euro. Warum dies geschah, bleibt ebenso geheim. Anfang 2021